herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres, ja, ich sag mal so, Frech-Tutorials für den Abfallhelfer. In der letzten Folge haben wir hier mit unserem Mähwerk, mit unserem Mähwerk, eine Route programmiert. Und zwar sind wir ja hier alles abgefahren. So, und da sehen wir auch, da ist noch das Schild, wo es losging. Und die ganze Tour, die wir hier gemacht haben. Und jetzt nehmen wir ganz einfach, weil, wir koppeln das jetzt nicht ab. Das war der typische Vorführeffekt. So. Und zwar wollen wir ja jetzt diese Strecke einfach nur abfahren lassen, ohne dass wir das Ganze nochmal machen müssen. Also, dazu schalten wir natürlich den Ladewagen ein, starten den Abfahrhelfer mit der rechten Maustaste. So. Dann gucken wir 41, 42 Gras. Diese Strecke laden wir, öffnen. So, jetzt haben wir die Strecke. Wir sehen, da ist Start, da hinten ist Stopp. Da haben wir angehalten vorhin. Gehen entsprechend vor, bis wir bei Abfahrertyp sind. Feldarbeit, Ballenpressen, Heuen und Ballensabbeln ist eigentlich genau richtig. Abfahrer einstellen. So, und jetzt fährt der Abfahrer automatisch diese Strecke ab, die wir vorhin mit dem Mähwerk gefahren sind. Und ihr seht, der nimmt das auch alles wunderschön auf. Also da bleibt auch nichts mehr hinten dran groß liegen. In den Kurven bleibt eventuell mal ein bisschen liegen. Aber jetzt sind wir also soweit. Der kümmert sich hier drum. Und wir können jetzt auch ohne Probleme einfach irgendwo anders hingehen. Und mal schauen, wo es noch weitergeht. Zum Beispiel an unserem Feld 1. Denn da habe ich jetzt alles bis auf diesen kleinen Schnuddler hinten schon gegrubbert. Die Sämaschine ist auch schon mir auf den Fersen. Deswegen muss ich auch gleich gucken, dass ich hier nach Möglichkeit sofort weiter grubber. Aber ich denke mal, das geht doch deutlich einfacher, wenn man das hier so rumlaufen lässt. Da drüben ist die Sämaschine, seht ihr? Da haben wir das also direkt beieinander. So, und wenn wir jetzt hier gucken, sehen wir, der ist jetzt gerade da hinten, wenn ich jetzt hier draufklicke. Er fährt also alles ab, das funktioniert. Und ihr seht auch, dass ich jetzt nicht fahre. Helfer geht ja nicht, aber er fährt einfach weiter. Also das funktioniert wunderbar. So, und jetzt wollen wir ja zum Feld 40. Wollen uns das mal angucken. Deswegen werden wir da jetzt mal einen Spurt hinlegen. Weil wir haben ja jetzt noch keinen Traktor. Denn dieses Feld 40, das möchte ich gerne ja als Weizenfeld machen. Und da auch einen ersten großen Mod mit benutzen. Also mit Mod meine ich jetzt Fahrzeugmod, ne? Nämlich den Lexion. Das ist also ein gigantisches Gerät. Der hat also, ich glaube, 12.300 Liter Fassungsvermögen, hat eine 10 Meter Arbeitsbreite. Der ist für so ein großes Feld genau richtig ausgelegt. Und da können wir auch dann, wenn wir das alles hier zusammen haben, eine neue Typart oder Typvariante des Abfahrhelfers nutzen. Nämlich, wir können sagen, er soll den Drescher abtanken, wenn er voll ist, und er möchte das bitte gleich zur Mühle fahren zum Verkaufen. Denn jetzt kommen wir also dann so doch langsam an den Punkt, wo wir hier gucken müssen, dass wir ein bisschen Unterstützung mitnehmen, weil alles können wir einzeln dann doch nicht mehr machen. Wird dann auch viel zu aufwendig. So, das kostet 551.000. Das kaufen wir uns jetzt mal einfach, das Feld. So, das ist jetzt uns. Das ist schön. Und ihr seht, wir kommen richtig vorwärts. Das haben wir abgemäht. Hier warten wir noch, bis der Streifen fertig ist. Wenn die nächste Wachstumsfurche durch ist hier, ist das entsprechend auch erntereif. Da oben seht ihr, wird gerade eingesät. Da müssen wir auch noch düngen. Um das richtig zu düngen, werden wir jetzt auch noch eine entsprechende eine Düngespritze, kostet 200.000. Die müssten wir uns dann nochmal holen. Da gucken wir aber mal, weil jetzt müssen wir ja erstmal schauen, dass wir uns hier für das Feld 40 vorbereiten. Das bedeutet, wir brauchen auf alle Fälle, ja, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen einen Traktor. Wir brauchen einen Traktor und ich möchte einen richtig guten Traktor haben jetzt dafür. Da möchte ich hier den ganz großen benutzen, weil das ist ja auch ein großes Feld. Den kaufen wir. Und wir brauchen eine passende Sämaschine. Und dass wir da nicht noch grubbern müssen, werden wir ganz einfach auch hier die Condor benutzen, mit der wir das Feld einsehen können.
So, dann brauchen wir natürlich noch einen Kipper. Wobei, da nehmen wir jetzt nicht diesen ganz, ganz großen Kipper hier. Könnten wir zwar auch machen, aber ja, mit dem hier lässt sich's leichter fahren und er kann ja auch jederzeit hin und her fahren, ist also auch kein Problem. Da kaufen wir einen Kipper noch mit dazu, wie gesagt. So, und wir gucken mal, was wir jetzt alles zusammen haben. Also, wir gehen mal hier hin. Ah ja, was natürlich wieder fehlt, wer konnte es nicht sich denken, das Gewicht. Wir brauchen natürlich ein passendes Gewicht wieder. So, jetzt haben wir das auch. Und jetzt haben wir hier wieder einen richtig großen Monster-Traktor mit richtig viel PS. Der hat also richtig Leistung hier. So, da werden wir uns erstmal das Gewicht jetzt hier holen. Ne, der ist so groß im Wendekreis, dass wir hier gar nicht richtig rumkommen. So, dann werden wir uns die Condor schnappen. Die müssen wir natürlich jetzt noch auffüllen. Aber das ist gar kein Problem, denn auf dem Weg runter zum Feld 1, hätte ich fast gesagt, nein, zum Feld 40, sind wir natürlich oder kommen wir natürlich entsprechend hier an unserem Bauernhof vorbei und können die Maschine mal ein bisschen auffüllen. Und dann möchte ich nämlich noch den großen Mähdrescher kaufen. Ich hoffe, den habe ich noch installiert. Ansonsten müssen wir das auf die nächste Folge verschieben, weil ich den dann erst noch installieren muss. Also als Mod habe ich ihn vorgestellt. Ich glaube aber, ich habe den bei mir drin. Aber das sehen wir gleich. Jetzt füllen wir erstmal hier ein bisschen auf. So. Einmal die Sämaschine etwas befüllen. Wir brauchen ja nicht so viel. Wir fahren ja mit Helfer. Ist also von dem Punkt nicht das Problem. Und schon bleibe ich hängen. Wunderbar. Das war jetzt wieder mal der klassische Vorführeffekt. So, also, man sollte auch auf die Höhe achten, ne? Man sieht's. Und nicht einfach nur geradeaus gucken. So, und jetzt fahren wir mal runter zu unserem Feld 40. Und auch da brauchen wir ja dann eine Düngemaschine. Das heißt, das wäre dann die dritte. Und nachdem wir ja so ein großes Feld haben, müssen wir uns dann wohl doch noch zwei von den ganz großen Monstern kaufen. Denn ich möchte auf Deutsch gesagt nicht jedes Mal da hin und her fahren. Und ja, also die sind ja auch nicht die schnellsten, die Maschinen. Und weiß nicht, also wenn wir es uns finanziell leisten können, werden wir dann doch definitiv gucken, dass wir hier für die Großfelder eigene Düngemaschinen haben. So, und wir fahren gleich mal hier hinten über die Brücke. Das ist auch die Strecke, wo dann später unser Abfahrhelfer mit dem Hänger hier zur Mühle fährt. Ist also gar keine Schwierigkeit so. Und gleich haben wir den Ausblick auf das riesengroße Feld. So, und wir fangen natürlich erstmal hier oben an. Obwohl, nö, fangen wir unten an. Da haben wir erstmal die ganz lange Fläche. Ist vielleicht angenehmer. Können wir schon mal aufklappen. Und was sagt der Preis im Moment bei der Mühle? Mühle sagt der Weizen ist gut. Dann lassen wir Weizen drin und sehen auch Weizen an. Gerstepreis geht ja auch ein bisschen nach unten. So, und dann werden wir schauen. So, sagen Helfer einstellen. Und sehen unser neues Feld 40 an. Werden den Kollegen aber noch ein klein bisschen trimmen. Weil bis 21 km/h ist also überhaupt kein Problem. Dann kann er dementsprechend schon mal ein bisschen Gas geben. So, hier gucken wir mal. So, hier müssen wir jetzt, haben wir den Fall. Also er fährt jetzt hier hin und her. Weiß aber noch nicht so ganz, wo er es eigentlich hinbringen soll. Das heißt, wir sagen jetzt Abfahrer entlassen. Ne? Er möchte es abfahren, aber er weiß nicht wohin. So, deswegen fahren wir jetzt mal hier zu diesem Grasbüschel. Ich hoffe, dass das hier funktioniert. Ja. Und jetzt können wir das hier direkt verkaufen, das Gras. Müssen also nicht bis zum Bauernhof runterfahren. Können das hier gleich zu Geld machen. Oder halt, wie gesagt, wenn wir dann
doch das Ganze für die Ballenbearbeitung nutzen, fahren wir dann einfach mit den einzelnen Maschinen drüber. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo er als letztes war. Also hier die Strecke ist er gefahren. Ab hier ging nichts mehr. Dann nehmen wir hier jetzt die Stelle und sagen wieder Abfahrer einstellen. Und natürlich auch den Ladewagen einschalten. Und ihr seht, er fährt direkt ab der Stelle. Da weiß er, wo er ist, und fährt direkt ab der Strecke natürlich hier wieder weiter. Also das funktioniert wunderbar und schön. Da brauchen wir uns also um erstmal noch nichts zu kümmern. So, aber wo wir uns noch drum kümmern müssen, unsere Kühe haben sehr, sehr wenig Stroh. Deswegen werden wir uns jetzt nochmal schnell einen Strohballen schnappen, damit auch die 100% da bleiben. Ihr seht auch, Mischration ist auch wieder fällig. Also da bleibt doch einiges immer wieder an Arbeit liegen, wo man doch nicht so ganz zukommt. Aber das Stroh ist ja eigentlich schnell gemacht. Sofern man da einen Ballen findet, der sich gerade da anbietet irgendwie. Na, die zwei kleben so halb ineinander, das ist nicht gut. Ja, das ist, juhu. So, da habe ich, glaube ich, einen Ballen erwischt. Habe ich sogar zwei Ballen erwischt. Drei Ballen erwischt. Und ich kriege die gar nicht mehr runter. Doch, eben ist einer runtergefallen. So, was ist mit dem anderen, den ich da noch habe? So, der fällt jetzt auch runter, das ist gut. Dann werden wir uns den Kollegen schnappen. Ja, das ist halt ein bisschen blöd, weil mir kriegt die auch nicht immer sauber gestapelt. So. Jetzt sollten wir ihn aber dann doch einfach bald aufspießen können, hoffe ich. Uiuiui, ich und Ballen. Ja, das ist so das übliche Problem. So, jetzt haben wir ihn aber. Das heißt, es nur nicht das Ding nochmal fallen lassen. Allerdings, ach, habe ich ja ganz vergessen. Wir müssen ja erst das Tor hier, das Tor sage ich schon, also hinten die Ladeklappe aufmachen, damit wir den Ballen da reinlegen können. So. Dann probieren wir das Ganze jetzt mal, indem wir ja mehr oder weniger vorsichtig uns da rantasten. Übrigens, ich habe auch übrigens schöne Nachrichten bekommen mittlerweile, denn ja, das eine neue Spiel, was jetzt bald auf den Markt kommt, nämlich der Zirkussimulator und der Flughafensimulator, die sind beide auf dem Weg zu mir. Und ja, sobald ich die habe, na, wieso kriege ich das jetzt wieder? Fahr einfach rückwärts. Genau, so. Und sobald ich die habe, die Spiele, werde ich die natürlich für euch anspielen, werde einen Gamecheck machen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Zirkussimulator, Flughafensimulator wird nach Möglichkeit schnellstens auf den Markt gebracht. So, jetzt verarbeiten wir aber erstmal hier auch unseren Strohballen. Deswegen ist das nämlich auch der Vorteil, dass man eben kein Stroh sammeln muss mehr. Also normal aufsammeln, das geht also ganz normal mit den Ballen. So, hier haben wir leider das Problem, dass es immer noch nicht erntereif. Da, wie gesagt, habe ich das eine Silo zugedeckt. Da können wir auch mal gucken, wie weit es mit dem Gären ist. Mal schauen, was spricht es? 53%. So, das Feld 30 brauchen wir im Moment noch nicht, weil wir haben ja noch genug Silage. So, der Grubber ist fertig, das ist wunderbar. Ihr seht, so kann man sich nämlich um alles Mögliche kümmern und trotzdem wird das Gras parallel abgefahren, ohne dass man sich da, ich sag mal, blockieren muss für. So, jetzt können wir den nämlich schon mal schön wegfahren. Da hinten kommt die Sämaschine an. So, und unser Geld sollte doch noch reichen, nachdem wir hier unten schon einsehen am Feld 40. Ja, da gucken wir jetzt nochmal ganz schnell. Ich steig mal kurz aus. Ob ich den Mod hier noch drin habe, dann würde ich den nämlich vielleicht sogar ganz schnell noch kaufen. Mal gucken, ob der unter Lexion... Class Lexion. Da ist er. Class Lexion 600. Genau, das ist er doch. Den ich gerne haben möchte. Kostet 136.000. Den kaufen wir auch gleich mal. Und holen uns auch entsprechend das passende Schneidewerk dazu. So.
Den möchte ich euch noch zeigen. Da ist er. Das absolute Monster. Das ist also unser erster Mod, den wir hier jetzt bewusst als große Maschine einsetzen. Ja, und den werde ich dann dementsprechend runterfahren zum Feld 40. Und wer das Feld 40 natürlich fertig einsehen, wird das auch düngen. Und dann können wir ja auch den Traktor hier für den Kipper fertig machen. Und wenn das alles soweit ist, dann melde ich mich wieder. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Denn jetzt kommen wir ja richtig gut vorwärts. So, und das ist jetzt auch schon ein richtig dickes Gerät. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Wir müssen ja schauen, dass wir hier einigermaßen richtig andocken. Ich hoffe, das passt. Jo, das sieht gut aus. Jo, dann werde ich mich doch mal mit diesem Monster Richtung Feld 40 begeben. Und ihr seht schon, was der alles noch kann. Arbeitslicht vorne, Arbeitslicht hinten. Ne? Das ist das normale Licht, was er also hier unten drunter hat. Ne? So, und Nummernpad 5 und 6. Ja, das funktioniert irgendwie leider nicht. Das ist eigentlich schade. Mehr Drescher, weniger Drescher. Gut, das ist natürlich Häcksler an, Häcksler aus. Okay. Helfer, Ausrichtung, Hilfe einschalten. Gut, das ist, ja, lassen wir da mal weg, weil das irritiert doch ein bisschen. Ich gucke, wie gesagt, dass wir hier das jetzt dementsprechend erstmal zum Feld 40 bringen, das Kerlchen. Und ja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Servus und tschüss.